Belaskens, ich bin von meinen Freunden seit 1908 gebeten worden, für ein paar Fragen Rede und Antwort zu stellen. Dem komme ich natürlich sehr gern nach. Zu Ehren dessen habe ich halt dabei noch einmal die Velázquez ausgepackt. Und ja, zu mir vielleicht ein paar Sätze. Ich wohne jetzt in Wien, spiele aktuell beim KSC in Krems. Der KSC ist eigentlich ja, der Traditionsverein in Niederösterreich. Von dem her kann ich mich sehr gut identifizieren mit dem Verein. Fühle mich auch sehr wohl in der Mannschaft. Und wir wollen schauen, dass wir heuer den Aufstieg in die Regionalliga packen. Zum LASK. Die Frage war, ob ich den LASK verfolge und ob ich regelmäßig im Stadion auch bin. Es ist natürlich so, dass ich den LASK verfolge. Via Facebook, via Internet habe ich noch den Kontakt mit dem einen oder anderen Spieler. Das ist logisch. Ich war 5 Jahre dort, habe wirklich viel Herzblut in den Verein gesteckt und bin natürlich immer up to date über alles rund um den Verein. Das ist ganz logisch. Im Stadion, muss ich ehrlich sagen, habe ich es nur einmal geschafft. Das war in St. Pölten, ein paar Runden vor Schluss, wo ich natürlich auch mitgefiebert habe, wo sich dann aber leider eben der SKN durchgesetzt hat und dann auch aufgestiegen ist. In Linz war ich noch nicht, also weder in Baschwil noch auf der Google. Ich muss auch ehrlich sagen, das ist noch ein bisschen mit Wehmut verbunden. Der Abschied war natürlich damals, ja, hätte man natürlich ein bisschen anders vorgestellt, auch von der Art und Weise her, bin ich vielleicht auf den einen oder anderen im Verein nicht so gut zu sprechen. Aber nichtsdestotrotz, es überwiegt natürlich das Positive und ich habe absolut super Erinnerungen und freue mich immer, wenn ich in Linz bin. Zu dieser Saison, ja, man sagt es natürlich vor jeder Saison, aber heuer glaube ich wirklich, dass es eigentlich nur einen Aufsteiger geben kann. Das ist natürlich der LASK. Ich sehe eigentlich sonst keine Mannschaft, die diese Qualität hat und ich werde natürlich ganz fest die Daumen drücken, ist klar, dass dann am Ende des Tages die Schwarz-Weißen wirklich und endlich aufsteigen. Zum Abschluss vielleicht, was bleibt mir noch zum Sagen? Ich wünsche euch allen alles Gute, bleibt voll gesund, das ist das Allerwichtigste und ja, dann hoffe ich auf gute Spiele, dass ihr viel zum Feiern habt, viele Siege, 3 Punkte und ja, dann hoffe ich, dass ihr vielleicht den einen oder anderen wieder mal über den Weg laufe. Passt. Danke, alles Gute, tschüss.